Besondere ist, dass sie im Herdenverband aufwachsen. Sie haben vom ersten Moment an die natürliche Bewegung, weil sie sich auf 2500 Hektar frei bewegen können. Dadurch sind sie von vornherein super sozialisiert und wir haben festgestellt, es gibt keine Probleme, sie in andere Gruppen einzugliedern. Die Pferde sind sehr gesund, sie bringen eine wunderbare Hinterhand mit, weil sie vom ersten Moment lernen, diese einzusetzen, da sie hier auf Bergen einfach ihre Freiheit genießen können. Einfach dieses Laufen, Laufen, Laufen und sich bewegen, das ist natürlich schon anders als bei uns, weil hier einfach viel, viel, viel größere Flächen sind. Persönlich bin ich von der Aufzucht begeistert, weil die halt einfach hier gesund aufwachsen. Und vor allem ist mit denen auch nichts falsch gelaufen. Wenn sie dann so weit sind, dass sie vertrauen, dann gehen die mit dir durch dick und dünn und durchs Feuer. Der Freizeitreiterei brauchen wir halt solide Pferde und wenn ich sehe, wie die hier aufwachsen, mit der Natur aufwachsen, dann sollten die, wenn die irgendwann nachher als Ausreitpartner genutzt werden, eigentlich diese Lektionen kennen. Wir waren frisch verliebt und wenn man so in die Ehe geht, ne, überlegt man sich ja, Mensch, was kannst du deiner Frau schenken? Und dann starten wir so an der Arena und dann haben wir die Hand gehoben. Das Pferd ist absolut die beste Entscheidung gewesen. Dieses Jahr haben wir es trotz Corona geschafft, das Jahresziel von uns zu erreichen, international zu reiten. Unsere Pferde zu Hause leben ähnlich, nur im Mikrobereich sozusagen. Die stehen in einem Aktivstall und wir finden es toll, dass auch jetzt Sportpferde mal so gehalten und gezüchtet werden. Den ich jetzt bekommen habe letztes Jahr, der kann sich wirklich toll bewegen. Nicht zu heiß, nicht zu faul und auch für mich Profi ganz praktisch. Dann kann man auch schon mal 3-4 Tage nicht reiten und dann kann man sich da wieder draufsetzen. Also ist keiner, der jetzt jeden Tag viel Arbeit braucht, damit er funktioniert. Reelle Pferde. Also nichts Überkandideltes. Man muss auch ein bisschen Fantasie mitbringen und sich in die Pferde reingucken. Unglaublich, wie sich so ein Pferd in kurzer Zeit dann entwickelt vom Wildpferd zu einem wirklich guten Reitpferd. Ohne nachhandeln zu müssen, alle Pferde sind verkauft. Die 2 und 3, die ausgefallen sind, sind auch schon weg. Und rundum zufrieden. Es kann Weihnachten werden.